Axel, lange Zeit war das Spiel relativ offen, aber ja, sagen wir mal zum Schluss, etwa in der letzten Hälfte der zweiten Halbzeit, war dann der KSC dann doch deutlich überlegen. Wie hast du das Spiel erlebt und ja, wie siehst du es? Ja, also nach dem 1-1, das wir geschossen haben, müssen wir auf jeden Fall ruhiger bleiben. Waren zu hektisch, haben viele Ballverluste gehabt. Hinten waren wir sehr offen und ja, dass dann der Ball zum 2-1 reingeht, ja, ist natürlich dann Pech. Aber trotzdem müssen wir danach weiterhin ruhig bleiben und dann war auch die Luft auch ein bisschen raus. Und ja, haben auch, nachdem der gegnerische Torwart eben ausgewechselt wurde, nicht genug aufs Tor geschossen. Und ja, daran hat es eigentlich gelegen. Wie war es für dich, gegen deinen Ex-Verein zu spielen? War jetzt eigentlich, ja, ist schon was Besonderes, gegen seinen Ex-Verein zu spielen, aber durch das, dass es eben die jüngere Jugend war, hatte ich jetzt nicht so einen großen Bezug zu den Spielern. Ein paar kannte ich, aber mehr war da eigentlich auch nicht. War ein verhältnismäßig emotional aufgeladenes Spiel, viele Nittlichkeiten auf beiden Seiten. Wie hast du es gesehen und wie kannst du es dir erklären? Ja, ich denke, dass es, wie gesagt, durch diesen Elfmeter, der meiner Meinung nach klar war, der KSC doch ziemlich aufgebracht dadurch war. Wir haben uns dadurch sehr irritieren lassen, haben nicht unser Spiel weitergespielt und ja, dann kriegst du eben die drei Tore und die Qualität hat eben der KSC. Okay, wie betrachtest du die Gesamtsituation? Ihr habt jetzt 5 Punkte, letzter Platz. Hieß es, glaube ich, von Anfang an, dass ihr euch nicht viel ausrechnet in der Runde. Aber was habt ihr noch vor? Auf jeden Fall ist das Ziel, weiterhin in der Liga zu bleiben. Aber wir versuchen, uns so wenig Druck wie möglich zu machen. Einfach weiter Fußball zu spielen, einfach Spaß zu haben an diesem Jahr Oberliga. Einfach Erfahrungen auch für uns zu sammeln. Und am Ende das Ziel zu haben, einfach drin zu bleiben. Die Winterpause, wie ist sie verlaufen? Wie schätzt du das ein? Wie habt ihr gut trainiert und habt ihr euch gut auf die Runde nach der Winterpause eingestellt? Die Winterpause an sich war für uns, glaube ich, ziemlich lang. Es waren 2 Monate oder was es war. Die Testspiele waren eigentlich durchweg gut, haben alle gewonnen bis auf 1 Unentschieden. Da haben wir auch gezeigt, was wir können. Wir haben viel den Ball laufen lassen, haben auch viele Tore geschossen, was uns in der Hinrunde eben eher semi viel gelungen ist. Und ja, insgesamt durch so eine Vorbereitung hätte ich mir im ersten Spiel schon mehr erwartet als ein 4-1. Nächster Gegner ist bei euch Hoffenheim 2, soweit ich weiß. Was denkst du, wie ihr diese Aufgabe lösen könnt? Ja, ich würde mal sagen, mit offenem Visier spielen. Wir haben nichts zu verlieren, vor allem gegen Hoffenheim. Und versuchen vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Ein Sieg wäre natürlich überragend, aber wie gesagt, das ist natürlich auch ein NLZ. Und ja, ich denke, das müssen wir mit offenem Visier angehen. Axel, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke.